Herr Präsident und sehr geehrter Herr Kommissar, Energieeffizienz, das war immer die größte Ressource, die uns angeboten wurde. Das ist der schlummernde Riese und hier steckt das Riesenpotenzial für die europäische Energiewirtschaft. Das ist alles wahr. Und das Schöne dabei ist, es ist so unideologisch. Und man kann vor allem technologieneutral an die Sache rangehen. Der einzige Punkt, der uns hier interessiert und offenbar auch ein bisschen spaltet, ist die Frage der Verbindlichkeit der Ziele. Da muss ich sagen, Herr Kommissar, gefällt mir Ihr Ansatz, der Zwei-Stufen-Ansatz, dass Sie zunächst einmal mit Vertrauen an die Mitgliedstaaten rangehen und dass Sie zunächst einmal auf freiwillige Vereinbarungen bauen und dann, wenn wir feststellen, dass wir die Ziele bis 2020 nicht einhalten, vielleicht die Handschellen sozusagen anziehen. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, dass der Bericht im Großen und Ganzen in die richtige Richtung geht, dass da nicht viel auszusetzen ist. Ich möchte ein Thema hervorheben, nämlich die Rolle der Regionalfonds. Sie haben es, Herr Kommissar, angesprochen. Wir haben mit den Regionalfonds, mit den Kohäsionsfonds in der Europäischen Union ein Rieseninstrument in der Hand, was wir nicht nutzen. Und hier im Bereich der Energieeffizienz könnten wir endlich mal einen europäischen Mehrwert schaffen, den wir innovativ einsetzen, den wir für Energieeffizienz einsetzen, was wir in der Vergangenheit nicht getan haben. Ich sehe als Berichterstatter im Moment für die Haushaltsentlastung der Kommission, wie sehr wir Gelder verschwendet haben im Kohäsionsbereich. Lassen Sie uns damit aufhören. Und ich finde es gut, Herr Kommissar Oettinger, dass Sie hier einen Schwerpunkt darauf setzen, dass Sie diese Fonds stärker auch für dieses Instrument der Energieeffizienz anwenden wollen. Nur so schaffen wir es, dass tatsächlich eine Kohäsion zumindest im Energiebereich entsteht. Ich warne aber vor einem, vor Hetzkampagnen, wie zum Beispiel, wie wir sie erlebt haben bei der Glühbirne oder bei dem Duschkopf. Das sind Dinge, die die Bürger abschrecken. Wir sollten also schauen, dass wir Energieeffizienz im Globalen anstreben, dass wir dieses Ziel vor Augen halten, ohne aber Hetzkampagnen, ideologische Hetzkampagnen zu machen, die am Ende dazu führen, dass die Bürger die EU nicht mehr so gut finden. Herzlichen Dank.